Das ist ein, naja, eigentlich soll es ein Saloon-Klavier sein, Tech-Piano, sagen die Amerikaner da auch zu. Genau für diese Western-Atmosphäre. Das ist ein Instrument, was hier im Haus stand. Ich glaube, es irgendwo beim HR3 stand es. Und unsere Klavierstimme hat das präpariert mit Reißzwecken und hat es ein bisschen verstimmt. Über die mittlere von den drei Seiten, pro Seite etwas detuned. Das hat er großartig gemacht. Und, das ist, diese ganzen Farben, die da sind, machen jedes einzelne Stück einmalig. In der Percussion auch, da sind, was weiß ich, 10, 15, 20 verschiedene Instrumente dahinter. Einige kommen nur einmal zum Einsatz und dann nie wieder.